Ich muss mal gucken, ob ich dort auf eine Map irgendwie aufrufen kann. Wo das eingezeichnet ist. Grenzwacht. Hier ist die verlassene Fabrik. Aber dort waren wir ja schon. Nee. Kann ich hier noch rauszoomen? Ist das hier unten? Krass, no. Das ist doch das Ding, wo wir das Buch herkriegen. Auf Entzug. Karawane brauche ich nicht. Es ist halt schade, dass ich hier nicht drehen kann, wie ich lustig bin. Wir laufen hier voll ins Ungewisse irgendwie rein. Nur so schon vorgehen, schauen, was hier passiert. Ah, versuchen dich rauszureden. Fehlschlag, auf in den Kampf. Na klar, gegen 4 Leute oder 5 oder was. Okay, ist ein plus 3. Die machen halt richtig hart Damage, die Jungs. Das ist jetzt nicht mehr wie gegen eine Wespe kämpfen. Stirb! Stirb! Warum vergibst du Punkte? Weil ich... Wann, wie, Punkte vergeben? Ich hatte bisher nur einmal die Möglichkeit, Punkte zu vergeben. Das war das erste Mal, wo ich hochleveln konnte. Und dort hatte ich alles in unbewaffneter Kampf gegeben. Ja. Aber ich wollte halt sehen, dass ich möglichst von denen auf Distanz bleibe erstmal, dass ich erstmal gegen ihn kämpfe und nicht gegen Dreier. Und dass die im Endeffekt am Anfang auch erstmal Punkte vergeben müssen. Es ist keine gute Idee, hier draußen zu sein. Sind denn die blöden Wölfe? Ah, hier ist einer. Ich schätze mal, wenn ich dort ins grüne Gebiet komme, dann ist auch GG. Ich versuche den Kollegen mal zum Laufen, mal gucken. Das scheint bloß inner zu sein, oder? Survival. Also für mich hat's erst, hat das für mich mehr Sinn gemacht, als einfach stehen zu bleiben und warten, dass die drei mich umzingeln und dann alle drei auf mich einschlagen. Och, Leute. Auch keine Karawane.
Ja, aber ich hatte halt die Hoffnung, dass ich vielleicht den ersten mit Hit and Run schon mal so ein bisschen andamagen kann. Hat halt nicht funktioniert. Das habe ich auch schon gesehen, dass ich hungrig bin. Ich habe halt momentan nicht wirklich viel im Inventar, dass ich mir einfach erlauben kann, sobald der schreit, ich bin hungrig, gleich alles reinzufressen. Ein bisschen haushalten müssen wir da auch schon. Als du dich dem Milizsoldaten näherst, bemerkst du, was aus der Ferne nicht zu sehen war. Er hat seltsame Körpermaße, seine Hände sind länger als normal und sein Gang ist auffällig wiegend. Sogar seine Hosen sind seltsam, da eine extra Schicht Stoff in sie gewoben ist. Als der Mann dich bemerkt, fragt er dich mit einer tiefen, aber freundlichen Stimme: Was ist los, Winzling? Hat deine Katze sich auf dem ba Baum verirrt oder hat sich vielleicht dein Flugdrache in Telefonkabeln verheddert? Sag einfach Papa Langbein Bescheid. Er kommt im Handumdrehen zur Hilfe. Papa Langbein, ist das dein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist ein Spitzname, den mir die Kleinen gegeben haben. So wie Onkel Giraffe oder Genosse Telegrafenmast. Das alte Pärchen, das mich als Waisenkind adoptiert hat, gab mir den Namen Stefan Stepanowitsch. Stepanow. Aber ich mag den Namen nicht, ist zu lang. Wir sind beide durchschnittlich groß. Wieso nennst du mich Winzling? Der Mann schaut überrascht, als habe er eben erkannt, dass er zu viel gesagt hat. Oh, Entschuldigung, weißt du, ich liebe diese Stadt so sehr, dass ich ihre Bewohner als meine Kinder betrachte, deswegen nenne ich alle Winzlinge, weil ich euch mag. Ach komm schon, Kumpel, wir wissen beide, dass das nicht alles ist, kannst mir ruhig vertrauen. Ich habe dir die Wahrheit gesagt, jetzt geh mir damit nicht weiter auf den Keks. Okay, Themawechsel. Bei wem sollte ich denn das überhaupt machen? Zu bringen, dass er im Buchladen. Sieht nicht gerade wie ein Buchladen aus. Das ist eine Farm. Müssen wir hier vielleicht mal gucken gehen. Und hier sind wir schon wieder außerhalb des Gebiets. Jetzt gucken wir mal hier drüben. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Stehen die durchgeknallten. Oh. Oh. Hallo Kollege. Na dann zeig mal her. Dann kommt drauf an, ob es Rabatte gibt. Fehlschlag. Oh. Ux. Eiäugige Forelle. Sind wir hier bei den Simpsons oder was? Minus 1000 Hunger. Fliegenpilz, igitt. Gehörnter Stint. Die
Viecher geben aber Verstrahlung, wie blöde. 250 Rubel, ihr spinnt doch wohl. Vögelfleisch, minus 600 Hunger. Fleisch. Plus 25 giftig und das? Die beiden Sachen haben das gleiche, die gleichen Werte. Nur, dass das noch Gift nach oben treibt. Aber das ist trotzdem teurer. Wir gucken erst einmal. Also, ich will loswerden den Müll. Den Müll. Ach klar, Toilettenpapier. Weg damit. Kabel. Den Schmutz kannst du kriegen, den Schmutz kannst du kriegen. Wo stehen wir? Bei 15 zu 10. Ich würde nochmal... 15 zu 20. Mal gucken, ob er es mitmacht. Auf keinen Fall. Die Wasserflaschen würde ich aber behalten. Ich schätze mal, die kann ich irgendwo mit Wasser auffüllen. Du könntest sie mit Wasser füllen. Du kannst sie mit Wasser befüllen. Beine würde ich behaupten, die braucht man zum Angeln. Wenn ich das jetzt aber drauf lege hier, eins, bin ich wieder im Minusgeschäft. Achso, warte mal, dann gib mal zwei so eine Rubel her. Okay. Gut. Bin dann mal weg. Dann snacken wir uns mal das Ding rein. So, das braucht man nicht mehr. Suchen wir erstmal straight den Buchladen. Hier ist abgeschlossen. Ist ebenfalls abgeschlossen. Das ist der Händler. Was ist hier los? Oh, hier hängt eine Kuba-Flagge. Trag dir El Polo Loco. Das scheint eine Kneipe zu sein. Können wir nichts looten. Können wir auch nichts looten. Hier geht's wieder raus. Also muss ja die Bibliothek oder Bücherladen. Das war irgendwie ein Industriegebäude, hätten wir gedacht. Das ist die Farm. Das ist das ja, wo die durchgeknallte steht. Abgeschlossen. Die sind ja alle abgeschlossen. Muss es doch eine Bücherei irgendwo geben? Oh, ja, Mädel. Die gehe ich gleich mal anquatschen. Hier steht eine knochige Frau mittleren Alters. Sie schaut sich misstrauisch um und wischt ihre Hände ständig an ihrem verwitterten, an der Sonne verblassten Leinenkleid ab. Dürfte ich ein paar Fragen stellen. Was? Kannst du Deutsch? Erzähl mir ein wenig von dir. Ich bin nur eine einfache Frau, die im Haushalt beschäftigt ist. Mach ja sonst keiner. Ich habe die ganze Verantwortung, weißt du? Wenn ich nur ein bisschen Brot oder Fleisch, ja sogar Hundefleisch bekommen könnte, könnten wir einen Tag länger überleben. Aber alles ist gut, solange ich mich beeile, wird am Ende alles gut. Okay, kann ich dich noch was fragen? Ja, der Entzug, das ist von diesen scheiß Tabletten.